Es ist ziemlich sicher die bekannteste Zeitanzeige der Welt, die auf dem Uhrturm des britischen Parlaments in London gemeinhin Big Ben genannt, wobei niemand weiß, woher der Name wirklich kommt, der eigentlich nur für die größte Glocke im Uhrturm steht. Die berühmt zuverlässige Uhr ist in mehr als 150 Jahren nur 7-mal gestanden, aber jetzt braucht sie ganz dringend ein gründliches und viele Millionen teures Service. Im August ist die Uhr sogar schockierende 6 Sekunden vorgegangen. Aus London, Bettina Prendergast. Er wird von Londonern geliebt, von Touristen bewundert, aber Big Bens letztes Stündlein könnte bald geschlagen haben, wenn das britische Parlament nicht endlich der dringenden Sanierung zustimmt, warnen Experten. Big Bens Glockenturm, der Elizabeth Tower, ist undicht. Regenwasser schädigt das Uhrengehäuse. Im schlimmsten Fall könnten sogar die 300 Kilogramm schweren Zeiger abfallen. Keine entwickelte Nation der Welt würde ein so ikonisches Statussymbol verkommen lassen, bis Teile herunterfallen. Big Ben hat altersbedingt immer wieder kurze Aussetzer. Die letzte ordentliche Sanierung liegt mehr als 30 Jahre zurück. Experten schätzen die Kosten auf rund 56 Millionen Euro. Es ist nicht nur ein Symbol für Großbritannien, sondern eines der parlamentarischen Demokratie weltweit. Ein Parlament, das für seine Bürger da ist. Die Kosten sind gerechtfertigt. Es muss schnell saniert werden, bevor der Schaden größer und die Rechnung noch höher wird. Das weltberühmte Glockenspiel würde im Falle von Sanierungsarbeiten für rund 4 Monate verstummen. Touristen nehmen diese Unannehmlichkeit gerne in Kauf. Naja, den gibt es nur so, wie er da steht, einmal. Und das gehört zu London wie mittlerweile das London Eye oder sowas. Und es muss schon erhalten werden, egal was es kostet tendenziell. Die Sanierung sollte Priorität haben. Es handelt sich um eine nationale Ikone. Sie muss erhalten werden. Der britischen Regierung läuft die Zeit davon, auch wenn sie sparen will. An den Sanierungskosten für Big Ben wird sie nicht herumkommen. Denn sollte die berühmteste Uhr der Welt ihren Geist aufgeben, wäre der Schaden für Großbritanniens Image als traditionsreiche Nation der Freiheit und Demokratie enorm. Sagt Bettina Prendergast in London.